Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Thomas oder kurz TS und heute geht's zum Bauspielbahntreffen nach Schkeuditz. Das Bauspielbahntreffen fand in Schkeuditz 2022 zum vierten Mal statt. Hier treffen sich ca. 50 bis 60 Mocker aus ganz Europa aus dem Eisenbahnbereich. Die Teilnehmer und auch die Module ändern sich jedes Jahr, so dass jedes Jahr ein anderer Kurs in der Halle steht. Für Abwechslung ist gesorgt. Bevor aber die Züge rollen können, muss das Ganze aufgebaut werden. Dies dauert mehrere Tage und erfordert auch sehr viel Improvisationskunst. Von allen angemeldeten Modulen erstellt der Veranstalter Elbrick aus Leipzig einen Gleisplan für die Halle. Als erstes entsteht die Holzunterkonstruktion aus Tischen, Böcken, Holzplatten und was immer auch zur Verfügung steht. Mein Bahnhof ist ca. 8 Meter lang und besteht aus unzähligen kleinen 32x32 Platten, die ich zusammenstecken muss. Aber nach ungefähr 2 bis 3 Tagen können die Züge rollen.
Es gibt auch jedes Jahr neue technische Spielereien zu bewundern. Für 2022 hatte Florian für den Noppenbahnern und Steffen eine Schmalspuranlage aufgebaut. Und Florian hat noch einen Übergang von Normalspur auf Schmalspur entwickelt. Damit man nicht noch eine extra Lokomotive in Normalspur braucht, um die Wagen zu schieben, befestigt jetzt Florian ein kleines Seil an dieser Schmalspurlokomotive und zieht die Wagen auf die Rollbockanlage. Dort werden die Wagen automatisch auf Rollböcke für Schmalspur verladen. Das Seil kann jetzt wieder entfernt werden. Der Wagen ist ein Adapterwagen mit unterschiedlichen Kupplungshöhen, einmal für den Schmalspurteil und auch für den Normalspurteil. Jetzt werden die Normalspurwagen auf die Rollböcke aufgegleist. Das Ganze funktioniert in der Lego-Umsetzung hervorragend und ist richtig elegant anzuschauen. Nun können die Normalspurwagen auf kleinen Schmalspurnebenbahnen zu ihrem Bestimmungsort gefahren werden. Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Die Technik dahinter ist faszinierend. Für mich ein kleines Highlight auf dieser Ausstellung. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Vom Dirk stammt diese Dampflok und das Besondere an dieser Lok ist, dass der Dampfausstoß an den Zylinder gekoppelt ist. Das bedeutet, passend zur Geschwindigkeit stößt die Lok richtig kleine schöne Wölkchen aus. Von Detlef stammt eine Sturmkippanlage. In dieser Anlage werden Eisenbahnwaggons der Bauart EAS gekippt und über eine Sturmklappe zum Beispiel in ein Schiff entladen. Gesteuert war das Ganze über die Lego PU App im manuellen Modus, also Detlef steuert die einzelnen Kippbewegungen an und Klappe öffnen, vorschieben, kippen und so weiter. Die Anlage selbst hat auch ein Vorbild, die steht in Königs Wusterhausen südlich von Berlin. Im Vorbild wird Kohle verladen, bei uns sind es jetzt hier Kidneybohnen. Zur Sturmkippanlage führen zwei Gleise. Ein Gleis bringt die vollen Wagen und das zweite Gleis, was dann abschüssig ist, nimmt die leeren Wagen auf. Und Abfahrt.
Damit man einmal den Überblick hat, wie groß eigentlich die gesamte Anlage ist, bin ich sie einmal komplett abgegangen. Ich beginne an meinem Bahnhof in der Mitte der Anlage. Es folgt Matz Station aus Ungarn, die ist ca. 14 Meter lang. Die 4D-Bricks-Fabrik stammt von Rick und Rio. Die Kurve mit Abzweig hat Thomas aus den Niederlanden gebaut. Von Jelle und Thies ist das kleine schöne Häuschen. Es folgt der Banana Yard von Erwin. Enrico hat den Ringlock-Schuppen beigesteuert. Jelle, Thies, Erwin und Enrico gehören alle zu den LLMTC aus den Niederlanden. Bahnhof Essendorf hat Thomas aus Deutschland beigesteuert. Und bevor es zum ersten Schattenbahnhof geht, folgt noch eine kleine Landschaft von Thies. Beim Abzweig von Thomas geht eine kleine eingleisige Strecke ab. Diese führt durch eine Kurve von Kevin zu einem Rapsfeld von Michael. Und weiter zum Bahnhof Stambach von Ben. Die Gleisbauarbeiten finden auf dem Gelände von Melvin statt. Eine Brücke von Mischa überquert einen kleinen Fluss und führt nach Bahnhof Würstadt. Diesen Bahnhof hat Nick gebaut. Der ehemalige Haltepunkt Karzig von Detlef ist leider nur noch eine Ruine. Die funktionierende Waage steuerten die Elektronikbastler Rick und Rio bei. Direkt im Anschluss ist Bahnhof Kokograd von Stefan. Die Strecke beendet Mischas Schrottplatz. Von Kokograd geht es durch die Landschaft von Pella zur Erzverladung von Daniel aus Luxemburg. Die Normalspurstrecke endet bei der Rollburganlage von Florian. Diese bietet den Übergang auf eine kleine Schmalspur-Nebenstrecke von Jens, Florian und Steffen. Jetzt sind wir wieder bei meinem Bahnhof und gehen in die andere Richtung. Zuerst geht's in die Schweiz zum Ringlokschuppen von Martin. Im Anschluss kommt das Gelände von FX Bricks, wo sie uns ihre neuen Schienen vorgeführt haben. Und der hohe Turm stammt von Markus. Direkt daneben befindet sich ein großer Schattenbahnhof. Die Schattenbahnhöfe dienen uns als Abstellfläche für überschüssiges Rollmaterial, damit es nicht die Strecken verstopft. Die Jungs von FX Bricks sind übrigens extra aus Kanada angereist. Vom FX-Bricks-Gelände weiter führt die Hauptstrecke über die Hochbahn von Frank zum zentralen Hauptbahnhof von Donat aus Ungarn.
Dort zweigt eine kleine Nebenstrecke ab und führt zum Stahlgusswerk von Richard. Im Hintergrund sehen wir das Betonwerk von Ken. Und den Abschluss der Nebenbahn bildet die Stirnkippanlage von Detlef mit der Schiffsverladung. Zurück zum Hauptbahnhof Ashifalwa von Donat. Der gesamte Bahnhof ist mit funktionierenden Signalen und Gleisüberwachung ausgerüstet. Wir mussten also wirklich hier auf die Signale achten. Nach einem längeren Stück Einöde führt die Strecke zum Bahnhof von Marseille aus Polen. Aber zuerst kommt eine kleine Fabrik von Mischa. Bahnhof Marseillova ist auch ca. 14 Meter lang und voll mit Gleisanlagen. Im Hintergrund sehen wir jetzt den riesigen Ringlokschuppen von Dirk, gefolgt von einem weiteren Schattenbahnhof. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit und durchfahren die Westernlandschaft von Christian. Aber auch der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Es wird eine Lok Olympics mit verschiedenen Disziplinen veranstaltet. Es gab verschiedene Disziplinen, die eine schnelle Lok erforderten oder eine starke Lok oder eben auch Geschicklichkeit beim Curling. Wann du willst, ist deine Baustelle. Okay. Ich messe nur. Neben der großen Anlage gab es auch noch ein paar einzelne Anlagen mit anderen Maßstäben oder anderen Themen. Und es gab eine neue Spielerei von Rick und Rio, diesmal einen großen Praxiseinsatz. Das Ganze nennt sich Drehenkalkosystem, TCS, und besteht aus B- und Entladestationen. Ausgesuchte Wagen wurden mit einem RFID-Chip am Boden ausgestattet und können für das Spielen mit diesem System benutzt werden. Am Beispiel meiner Dieseltankstelle zeige ich jetzt, wie das Ganze funktioniert. Mein Krokodil würde mit zwei leeren Kesselwagen auf dem Weg zu einer B-Ladestation in einen Schattenbahnhof geschickt. Der Wagen muss mittig über die B-Ladestation platziert werden und dann wird der Kesselwagen mit Diesel befüllt. Rein virtuell natürlich. Der Lokführer hier ist noch in Ausbildung. Am Anzeiger sieht man den Beladezustand. Wenn der Zeiger ganz rechts ist, ist der Kesselwagen voll befüllt. So, jetzt musst du weiterfahren, dass der nächste Wagen dort in der Mitte hält. Beide Wagen sind voll befüllt und es geht jetzt rückwärts zu meinem Bahnhof zurück. Ist okay, da fahren wir von hinten. Nein. Die Kesselwagen werden in meinen Bahnhof angeliefert und abgestellt. Nun hat meine kleine Köff ihren Auftritt.
fleißige Rangierlokomotive holt die beiden vollen Kesselwagen und schiebt sie hinauf zur Tankstelle. Noch ein paar letzte Anweisungen an den Rangierlokführer. Die Wagen müssen zuerst, dann kriegst du zwei Wagen hin. Wenn du den Lok machst, kriegst du es nicht hin. Immer die Mitte vom Wagen am gelben Strich anhalten, ne? Links neben der Tankstelle sieht man eine Säule. Diese zeigt den Füllstand vom Tanklager an. Aktuell sehr leer. Durch das Entladen der Wagen füllt sich der Speicher der Tankstelle langsam wieder auf. Beide Wagen sind entleert und die Tankstelle ist zu ca. ein Drittel wieder gefüllt. Der Speicher der Tankstelle entleert sich über die Zeit wieder und simuliert so das Auftanken von Dieselloks. Ablaufberg hatte ich auch wieder dabei und habe diverse Vorführungen durchgeführt. Hier mit meinen kleinen Assistenten. Ja.
Ja, wenn der letzte Wagen unterwegs ist, dann drückst du den roten Knopf auf der rechten Seite. Hast Zeit? Das waren 5 tolle Tage für mich. Es wurde viel gefahren, viel gequatscht, viel Blödsinn gemacht und ich denke, wir hatten gemeinsam eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja 2023 in Schweden. Bis bald. Tschüss.